Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanner quält sich. Und heute arbeite ich mal wieder einen Zuschauerwunsch ab. Ja, und zwar vom guten Ötländer. Der hat sich Mulan für den Gameboy gewünscht. Ja, natürlich Vorlage, der große Zeichentrickfilm. Habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, deswegen kann ich euch da jetzt keine tiefer greifenden Einblicke in die Filmvorlage geben. Ich meine, so ungefähr weiß man natürlich, worum es geht, aber ich bin halt allgemein nicht so der Disney-Filmexperte. Ich werde auch oft drüber gerügt und das muss ich alles unbedingt mal nachholen, aber irgendwie kommt es nie dazu. Ja, ihr seht im Bild, sehe ich gerade, ich versuche mal die Quarantäne zu nutzen, um mir ein Bart wachsen zu lassen. Mal gucken, wie das aussieht. Deswegen nicht wundern, wenn es da etwas stoppelig aussieht, auf jeden Fall. Ja, Mulan, ihr seht schon, 1998. Das ist verdammt spät im Lebenszyklus des schönen guten Gameboy. Ja, ich benutze den Gameboy immer als Controller. Da habe ich ja mal ein Video zu gemacht. Da gibt es so eine Cartridge und so einen Adapter für den Computer, womit man das schön dann quasi über den quasi als Controller benutzen kann. Herrliche Sache. Einfach mal hier in der Kanalsuche gucken, wenn euch das interessiert. Aber ich schweife wieder ab. 98. Da wäre so technisches einiges drin gewesen, würde ich sagen, ne? Ich würde sagen, wir gucken mal rein. THQ, ne? Tintex Design Studios, mal gucken. Ja, Passwort, okay, Option. Das Übliche, sage ich mal, gibt es natürlich. Ja, bla bla bla, Story. Ich schätze mal, wird ungefähr den Film losgehen. Ich will euch jetzt nicht lange... Boah, sagen wir hier, viel Exposition, würde ich sagen. Freunde. So, ja, bla bla, okay. Oh. Also das hätte man grafisch definitiv besser hinkriegen können. Das sieht fast aus wie ein frühes Spiel. Komme ich nicht weiter. Ich kann springen. Und ich kann werfen. Und da sehe ich jetzt schon... Guckt euch mal das an. Okay, gut. Ich soll wahrscheinlich anders diese Dinger bewerfen. Das würde so eine Art Tutorial-Level sein, nehme ich mal fast an. Aber ich treffe das doch gerade. Warum macht das nichts? Ich guck mal. Dann werfe ich es drüber. Das heißt, es gibt diese genaue Flugbahn. Und man muss die genau treffen. Macht es mir jetzt schon unsympathisch, ehrlich gesagt. Mal gucken, wie das später bei Gegnern ist. Oh, und läuft die langsam. Huch. Hä? Die Dinger kommen wieder? Oh, Leute, guckt euch das mal an. So. Ah. Wenn ich hier den Werfknopf gedrückt hatte, dann kann ich laufen. Okay. Schnell rüber. Okay. Hier springen angesagt. Seht ihr das? Na, nicht wundern. Und jetzt, dass die Kamera gerade wackelt. Die Katze spielt dran rum. Aber dieses Sprungverhalten, das ist so bescheuert. Ja, es ist ja kein Erdbeben, die Katze ist rangegangen. Also, stört nicht. Jetzt darf ich auch noch ab. Guckt euch doch mal dieses Springen an. Wie kann man einen Plattformer machen, wo das Springen so... Oder genau den richtigen Abstand. Oh. Das ist ähnlich wie dieses Jetzt werfe. Also, ich stelle mich jetzt nicht an. Es ist keine Herausforderung, aber es ist einfach nur extrem nervig. Und dieses Springen! Ich bin doch da! Ruhig, Panda. Ruhig, Panda. Also, ich muss natürlich sagen, in dieser Serie, da stelle ich manchmal natürlich so absichtlich etwas an, ne? Hä, da bin ich doch jetzt rübergesprungen! Da war ich doch rüber. Ich kann doch nicht so blöd für das Spiel sein, also... Oh, diese Musik, okay...
Sollen wir wahrscheinlich nicht so auf Dauer hören. So. So. Oh, das war aber knapp. Habt ihr das gesehen? Okay, werfen. 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 Schnell rüber. Irgendwie will ich immer, es ist komisch, immer will ich, wie bei Mario, B drücken zum Laufen. Das ist irgendwie so drin bei mir, ich weiß auch nicht. Okay, kann man wahrscheinlich klettern. Ja. So, drei Pfeile. Oh, man muss natürlich genau da stehen, ne? Heulen Herz, ne, brauche ich nicht. So. Okay. Das sieht immer einigermaßen elegant aus, wie die Mulan da landet. Also mit Animationen haben sie schon etwas Mühe gegeben. Aber mit das Problem ist halt, was halt viele Spieler haben, die halt so einen gewissen Animationsabläufe haben. Die müssen halt immer abgespielt werden, damit man da irgendwas machen kann, ne? Ich will nicht, ich... Oh, warum greifst du nicht das Seil? Ne? Genau in die Ecke. Das ist halt, man muss es halt vernünftig umsetzen, ne? Wieso greift ihr das Seil denn nicht? Ich hab da hochgedrückt. Also Steuerung... Das ging doch gerade hoch. Was mache ich denn jetzt anders? Also... Ich gehe da hin und drück hoch. Also wie in... Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Aber bei den meisten Videospielen, wo man ein Seil benutzen muss, ist das ja so. Also, oh, wie habe ich das denn gerade geschafft? Das ist natürlich immer so ein bisschen, ich will euch ja auch ein bisschen was von dem Spiel zeigen, ne? Wenn ich an so einer nervigen Stelle irgendwie hängen bleibe, nervt mich das genauso sehr an wie euch. Vielleicht. Oder ihr sitzt einfach davon, der Panda hat es mal wieder verkackt. Ich meine, gut, ist es bei der Serie ist kein Wunder, ehrlich gesagt. Okay. Ich darf also nicht getroffen werden beim Springen. Okay, gut. Okay, gut, okay, gut. Das würde ich mal etwas gelten lassen. So. Also ich muss anscheinend etwas weiter oben am Seil quasi ankommen. So. Zwei Pfeile abwarten. So. Und jetzt drüber. Ich bin zu doof für ein Tutorial-Level? Ich meine, das will ich jetzt nicht komplett ausschließen. Ne? Ich bin jetzt nicht der weltbeste Plattformspieler. Aber so ein bisschen bilde ich mir ein, dass es auch an der Steuerung allgemein liegt. Also ihr seht halt, wie sind die Tasten gefühlt? Ich will immer zum Laufen B drücken. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist man einfach so Mario konditioniert, dass man das automatisch machen will. So. Wieso? Ich hab doch... Oh, man muss dieses Springen ganz genau timen. Aber ganz genau. Ich sehe schon, ich werde hier das... Oh, jetzt bin ich wieder zu weit weg. Jetzt bin ich wieder... Oh. Ich weiß, es gibt so einige Folgen in dieser Serie wahrscheinlich, wo ihr so meinen mentalen Zerfall live verfolgen könnt. Ich gehe ja immer in diese Spiele relativ unvorbereitet rein. Das mache ich ja extra, um so ein bisschen so das Gefühl nachzuempfinden, hey, als Kind im Laden, ihr habt den Film gesehen, ihr habt euch nicht groß mit dem Spiel beschäftigt, kurz im Internet nach irgendwelchen Reviews schauen oder sowas, das ging ja damals nicht. Man kauft das Cover, so wie es halt ist. Und, oder ihr wünscht zu Weihnachten oder sowas, ne? Hier, Mulan, oh, war ich im Kino, super, brauche ich unbedingt. Und dann kriegt ihr das. Und dann ist halt so eine Gurke. Dann seid ihr auch ja immer relativ unvorbereitet reingegangen, sage ich mal. So. Und dieses Gefühl will ich halt so ein bisschen nachempfinden, ne? So, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Okay, doch. Zack.
ist irgendwie. Deswegen, ich stelle mich da schon mal doof an oder dass ich irgendwelche Special Moves nicht weiß oder sowas, ne? Kann alles sein. Und ist auch so. Ich habe auch keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Kann ich hier irgendwie denn nach unten klettern? Ich muss hochspringen, damit ich an den Seil dran bin, damit ich nach unten klettern kann. Sehr intuitiv. Sehr intuitiv. Dann komm da hoch. Man muss echt ganz genau Pixel, genau, genauso wie mit diesem blöden Springen. Ich habe echt keine Lust mehr. Aber trotzdem, lieber Ödländer, danke für den Wunsch. Ein würdiger Kandidat für diese Serie auf jeden Fall. Ein verdammt würdiger Kandidat. Leider. Falls ihr auch einen Wunsch habt, 8 oder 16 Bit, ab in die Kommentare damit. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr mit diesem Video mehr Spaß hattet, als ich quasi beim Spielen. Macht's gut und einen wunderschönen Tag euch noch. Tschüss.